Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mal eben mein Longsleeve-Top gewechselt. Ich denke nämlich, der neue Drip, der steht uns ganz gut. Und ich würde auch sagen, wir machen das Bandana jetzt mal weg. Stattdessen können wir ja auf was, ich sag mal, Passenderes wechseln. Dadurch, dass wir jetzt so eine Jacke tragen. Ich bin kein Cappy-Mensch, das heißt, das will ich nicht wirklich. Cowboy-Hut eigentlich auch nicht, Strohhut auch nicht. Wir können es auch erstmal so lassen, dass ich gar nichts auf den Kopf trage. Gibt uns natürlich auch so einen frischen Flair. Und im letzten Part haben wir ja noch nicht mit allen gesprochen. Und da würde ich sagen, machen wir die noch ausfindig. Und Island sehe ich hier gerade nicht. Oh, der ist im Museum. Okay, vielleicht treffen wir Island heute Abend im Inn, genauso wie Rice. Ich würde sagen, wir setzen unsere Priorität erstmal so, dass wir wieder auf die Eastern Road gehen. Oh, ja wait, Rice ist ja hier drin, stimmt. Dann können wir ihn jetzt erstmal gratulieren. Und Landon haben wir ja auch gleich hier. Let me know if you need a hand with anything. Let me know what you need, Phantasm. I've got you covered. Okay, scheinbar gibt es da keine Sache, die wir machen können. 500 Wood, 500 Stone und 5000 Tesserae. Wir können Wood und Stone hier kaufen. Und auch Fiber. Okay, wild. Haben wir aber gerade keinen Bedarf für. Stattdessen wollen wir das ja einlösen, damit die Brücke gemacht wird. Und da wir ja die Suppe im vorherigen Part getrunken haben, können wir jetzt wieder ein bisschen was machen hier. Und ich denke, das sollte auch jetzt einfach erstmal das sein, was wir tun, nicht wahr? Einfach ein bisschen gemütlich Holz hacken und Steine abbauen. Ich glaube, ich sollte das auch zu meinem letzten Part für heute machen, weil das ist jetzt der fünfte oder sechste Part, den ich davon aufnehme. Ich habe den Überblick verloren. Aber es ist so ein entspanntes Let's Play und es macht mir wirklich super viel Spaß. Und ja, ich hoffe, dass die Reihe noch eine Weile bleibt. Ich denke, ich werde so 20, 30 Parts machen, bevor ich sie dann erstmal auf Hiatus lege. Und bis dahin könnt ihr dann natürlich ganz gemütlich mein Let's Play von Fields of Mystria enjoyen. Hoffe ich zumindest, dass ihr das tut. Falls ja, könnt ihr mich das ja gerne mal wissen lassen. Ich versuche auch mit meiner Tonalität nicht auf die Lage zu gehen, auf der ich sonst rede. Ich denke, das habt ihr schon mitbekommen. Und weil auch manche Stimmen ziemlich tief sind, wie die von der Statue, also zumindest die ich denen gegeben habe, gehe ich dann immer relativ nah ran an das Mikrofon, damit man es noch hört. Ansonsten kann es sein, dass man schon gar nicht mehr hört, was ich zu sagen habe. Und das wäre auch ein bisschen Schwachsinn. Okay. Geben wir mal ab, was ich derzeit in der Tasche habe. Und wir haben die Steine sogar fast fertig. Wir können das wirklich bald schaffen. Aber ich glaube, ich muss noch mindestens 2 Tage dafür aufopfern. Ich bin mal gespannt, ob die Brücke dann sofort gebaut wird. Oder ob es da noch eine Pause dazwischen gibt. Oh, Blaubeeren. Wait. Geben wir die Steine ab und holen uns die Blaubeeren da unten noch. Die hätte ich schon ziemlich gerne. Und ich denke, danach können wir mal ins Bathhaus gehen. Oder wir können erst ins Bathhaus gehen. Ja, wir haben 160. Das reicht auf jeden Fall für einen Besuch im Bathhaus. Damit können wir unsere Ausdauer, denke ich, komplett wiederherstellen. Und dann wäre ja auch schon der Abend soweit. Ups. Wobei, vielleicht wollen wir auch gar nicht ins Bathhaus. Und gehen einfach direkt ins Inn. Zack. Wenn wir schon das Schwert haben, müssen wir es auch mal schwingen, nicht wahr? I heard Ulrich is at a woodshop. Is he getting into trouble with the old timers again? Okay.
Also legt sich Ulrich regelmäßig mit den alten Leuten an. Schauen wir noch ganz kurz, mit wem wir noch nicht gesprochen haben. Ich denke, ah ja, mit Eiland stimmt. Und Teritja. Teritja ist im Store und Eiland ist wahrscheinlich immer noch im Museum. Oh, der kommt uns entgegen, wie es aussieht. Dann würde ich ihm... Ah, dann wird er vermutlich auch ins Inn kommen. Gehen wir ins Inn. Bam, bam, ba, bam, bam. So, dann reden wir mal mit allen. And what is it? Well, didn't see is the storm was a huge black shadow passed under the belly of the boat. Then we all started hearing the strangest noise. That can't be true, right, Phantasm? Nothing could be that big. Actually, the ocean is full of mysteries. Really big mysteries. Wow, it sounds so cool. I want to fight it. Henrietta said you'd come by and say hello. That was thoughtful of you, Phantasm. She's an incredible chick. She sure is. Welcome to the Sleeping Dragon Inn. Forget about the rain and warm up with food and friends. Phew. Elsie's got so many stories and they're all over the top, but Reyna does love to hear them secondhand. I hope my girls make it over here. I'd love to catch up with them. The sounds of rain on the roof. The crackle of the fire. How lovely. Was heißt, habt ihr jetzt euer eigenes Girls-Meeting hier oben? Hi, Celine. The whole family's headed for the inn. I wonder if Adeline and Reyna will be around. Ja, tatsächlich tun sie das. Das ist interessant. Rain usually means it's low at a general store, so I take the day to run some errands. Unless I'm chasing Dell out of puddles. When the inn gets really crowded, sometimes Joe and Hemlock will croon for the guests. Okay, okay, okay. Das wird langsam interessant hier oben. It's been hard getting my hands on my usual ingredients since the earthquake. Merchants can't get to Mysteria since the bridge collapsed. Coming up with new receipts is tough when I'm stuck using last year's potatoes. Have you tried foraging your fiddleheads? Spring is the perfect season for them. Oh! Ugh, my hair gets so frizzly in the rain. What's your secret, Celine? L'Oreal. I made hair oil from sunflower seeds. I apply it after taking a bath. Oh, I want to try. Bring it to the bathhouse next time. Da, 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 da. Even I need to relax at the end of the day. Helps me keep me sharp. Ja, so soll's ja auch sein. Have you gotten a new shipment of rice in hold? My chickens will never forgive me if I don't make them their special treat. That's because they have impeccable taste. Ah, wundervoll. Nothing like a nightcap after a hard day. Can I get you anything, Phantasm? Ich bin gerade nicht so reich, als das mir erlauben könnte. Ich will noch mit Eiland oben reden. Oh, da ist er ja. We play Dragons and Drama at the inn once a week. I'm the DM. That's Dragon Manager. Or Drama Maker, whichever you prefer. Das ist wild. Darf ich mitspielen? Das klingt wild. Once upon a time, I met Dev at a royal gala. No one told me he was a prince. Was such a good kisser. Uiuiuiui, Madame. Ich finde das sehr charmant. Diese kleinen Stories, die sich hier nach und nach erzählen in den Alltag. Errol talked to you about the museum? Fantastic. I knew the Mysterious Historical Society could count on your support. Yep. Swing by my farm whenever you like, Phantasm. The animals are friendly and they love meeting new people. Oh, but it's no rush. I'm sure you got plenty to do, what with getting the lay of the hand on the land here in Mysteria. I have such fond memories of Frederick. Except for the beard era. Not sure what is this about. Was hast du gegen Bärte? Nun gut. Wir dürften durch sein mit allen. Für heute. Und das sieht gut aus. Ja.
Das heißt, wir können die restliche Zeit noch dafür nutzen, auf der Farm noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und dann. Dann sind wir durch für heute. Mistgrove Farm. So, lagern wir die ganzen Sachen, die wir hier haben. Ich denke auch. Nein, ich denke nicht. Wir machen einfach erstmal. Zack. Pickaxe. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, wir arbeiten uns bis zu, ich glaube, 1% runter. Weil, wenn wir 0 erreichen, werden wir wahrscheinlich kollabieren. Das wollen wir natürlich nicht. 8, 7, 6. 5, 4, 3. Und machen wir noch 2 schöne Swings. Oh, Grass Seed. Can be used as a basic feed for animals. Nice. Moment, ich habe wieder 2 zurückbekommen. Oh, es kostet uns gar keine Ausdauer, das Schwert zu schwingen. Das ist wild. Dann, ja, don't mind if I do. Wir haben Heu gefunden. Wir haben Heu gefunden, trockenes Gras, das genutzt werden kann, um Tiere zu füttern. Und für einige Rezepturen geeignet. Okay, jetzt kann ich aber wirklich nichts mehr machen. Lagern wir noch alles ein. Zack, 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 zack. Und speichern einmal. Auf geht's. Ins Schlummerland. So, wir haben eine Quest completed. Wir haben eine Museumabgabe gemacht. Und damit können wir auch den nächsten Tag starten. Vermutlich wird jetzt nicht allzu viel passieren. Ja. Und wir haben Tag Nummer 5. Friday Night at the Inn. Oh, wie es aussieht, gibt es heute Nacht ein Event. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Mal sehen, ob ich das noch in dem Part schaffe. Und, wait, wir nehmen direkt Stein mit. Und das Erste, was wir tun, ist natürlich unsere Pflanzen gießen. Und wir können ernten. Yay! Sehr schön, sehr schön. Nein, das wollte ich nicht. Dann wässern wir mal alles, was wir hier haben. Ups, das wollte ich nicht. Ein leeres Feld wollte ich jetzt nicht bewässern. Und ich glaube, wir brauchen auch bald wieder neues Saatgut. Weil dadurch, dass natürlich unsere ganze Ernte jetzt nach und nach ausgeht, ist da nicht mehr allzu viel zu tun, nicht wahr? So. Damit haben wir das erledigt. Und dann würde ich sagen, schlagen wir noch ein paar Steine kaputt. Wir dürften langsam, aber sicher alle Steine haben. Wir müssen jetzt alle Steine haben. Wir machen nochmal einen Haufen kaputt, denke ich. Na, lass mich zu 20 farmen, okay? Und danach hacken wir Holz. Okay. 17. Neunzehn. 20. Gut. Dann wollen wir mal anfangen zu zerlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sehe schon, wie meine Ausdauer nach und nach schwindet. Wir haben noch gar nichts wirklich gemacht. Es ist auch schon wieder 9 Uhr. Oh ja, okay. Die Schläge vom Vortag werden übernommen. Das ist sehr gut zu wissen. Ich habe nämlich gerade das Holz mit einem einzigen Schlag kaputt gemacht. So. Okay.
gut, jetzt bin ich ja schon wieder sehr, sehr, sehr exhausted, sehr erschöpft. Friday at the Sleeping Dragon Inn. Hey Phantasm, Mystria has a tradition where everyone gathers at the Sleeping Dragon Inn on Friday nights. That's tonight, and this is your invitation. Meet me at the inn after 6 PM tonight. Keep me company and I'll throw in a free drink. Rainer, danke. Das klingt ziemlich cool. Wir sprechen erstmal mit unserer Statue. Although there is much that I cannot remember from ages past, the feeling of springtime is something one cannot forget. Mhm, stimmt. Und wir haben noch nicht... Oh, wait. Refreshing. Watering a crop will sometimes refund the stamina used, das ist wichtig. Planting a seed will sometimes also water the soil. Ja, okay. Ich glaube, ich nehme erstmal Refreshing. Das gefällt mir ganz gut. So, dann würde ich sagen, Dandelion nehmen wir mit. Gehen wir erstmal zu dem Board. Ah, da nehmen wir gleich die Gang mit. Will come play at the end tonight, Phantasm? It's the only night grown-ups get to have fun. Poor grown-ups. Just smell that fresh morning air. Phantasm, please tell Del she's... Wait. Del ist eine She? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Knirps. Okay. She's not allowed to put more frogs in her pockets. Last time they all got loose in the inn and Mom and Dad had us chasing frogs in the kitchen until bedtime. But what's the point of pocket if they don't have frogs in them? Ich war damals ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. I'll be at the inn, this evening. Lord Aelin's been so excited to play this new game with us. Morning, Phantasm. Hope you're keeping busy on this fine day. Natürlich, immer. Request for berries? Ach, das ist doch easy erledigt, Elroy. Und eine Lilac möchtest du haben? Stinky Stamina Potion. Okay, wild. You're looking for lilacs? I've seen them growing near Hayden's farm, I think. Hayden's farm is to the west of your farm, if you haven't been there yet. The whole town will be at the inn tonight. I hope to see you there. Absolut. I wonder what soup they've got going over the inn. Stimmt, sollte ich vielleicht jetzt sofort mir gönnen. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen was machen. Soup looking great. Brokkoli Cheddar. Oh, das klingt sehr geil. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la. Okay, soweit komme ich nicht mehr. Josephine hat auf jeden Fall Spaß. Das freut mich für sie. You're coming to the inn tonight. The company will be good and the drinks even better. Das klingt sehr vielversprechend. Wir gehen jetzt erstmal in den Osten und geben unsere Steine und das Holz ab, was wir dabei haben. Da haben wir dann wieder ein bisschen Inventarplatz frei und da haben wir Lenden meine ich, sorry. Love that fresh air. So good, Phantasm. Are you getting enough fresh air? Ich bin fast den ganzen Tag draußen in diesem Spiel. Nicht im Real Life. Da, da, da. Gut, damit haben wir die Bridge Funds nämlich auch fast erledigt. Die Hälfte vom Holz haben wir schon und wir haben alles an Stein. Sehr gut. 30 Holz brauchen wir noch. Komm, dann nehmen wir das doch mit. Lagern wir auch gleich ein. So. Und dann würde ich sagen... Da, da. Steine ignoriere ich jetzt erstmal. Die haben jetzt erstmal eine geringere Priorität für mich. Und dann würde ich mich jetzt erstmal zurück zur Stadt begeben. Und dann ein Juniper. Gehen wir auch gleich rein, würde ich sagen. Phantasm, I'm brainstorming a new potion. I have a big evening of brewing ahead of me. Dusi seems very comfortable. Und den petten wir natürlich. Der kann so comfortable sein, wie er möchte. Ich bin alles dafür. It will be nice to see the townsfolk at the inn tonight. I hope I can make it. Phantasm hope the stone and wood collecting is going well.
I've been trying to wrangle promise out of the old Saturday market merchants to return when we're ready. The sooner the bridge is repaired, the better. Ich meine, wenn ich mich jetzt richtig reinhängen würde, könnte ich das sogar heute beenden. Lovely day, isn't it? I'll let you use the forge if you need it. Das ist sehr nett von dir. But you better clean up after yourself. Das ist absolut fair. Feel free to pick anything up and take a closer look. Marsh's Metalwork is the best in Mystria. Ich habe das Gefühl, wir werden ihm im Laufe des Spiels Konkurrenz machen. Bam, bam. Oh, eine Tulip. Beeren, die kann ich aber nicht aufheben, weil ich keinen Inventarplatz mehr habe. Und wir schauen erstmal nach Lilacs, würde ich sagen. Und droppen auch gleich mal einen... Nein, wir droppen einen Turnip. Ich hatte vorhin einen Tulip aufgenommen. Was habe ich gesagt? Ach, keine Ahnung. Was auch immer. Settling in, alright. Can be a bit much. Farm work. Just take it one day at a time. Young Luck showed you in the wonders of the Bugner, did he? Be sure to bring me any specimens you find at the insect wing for the insect wing of the museum. You'll be compensated for your contribution. Absolut, absolut, mein Herr. Aber wir schauen erstmal speziell nach einer Blume, die hier irgendwo sein müsste. Hier komme ich doch wieder zu meiner Farm zurück, nicht wahr? Dann lagere ich nämlich erstmal ein. Oh wait, ich bin noch im Süden der Stadt. Ja. Yep. Da lagere ich erstmal die beiden Sachen ein. Die Tulip behalte ich, damit ich sie Celine dann geben kann. Wait. Ship Item. Nein, nicht wegwerfen. So, den Stone. Und den Dandelion lagern wir. Und ich würde auch sagen, das Warnet lagern wir. Da ich mich erstmal mehr auf das Farming konzentrieren möchte, damit das Feld gänzlich bestellt werden kann. Und dann ist auch schon alles wunderbar, würde ich sagen. So, gehen wir in die Stadt, geben Celine, was sie verdient. Wobei, erst suche ich nochmal eine Lilac. Vielleicht finden wir eine. Ich habe übrigens vergessen, was Lilac übersetzt heißt, aber ich bin auch kein Blumenexperte. Ich wusste es mal. Aber die Sache ist ja das Gute an Englisch. Man muss, wie bei fast jeder Sprache, einfach nur den Kontext verstehen. Und dann ist es egal, ob man die Übersetzung dafür weiß oder nicht. Da, da, da. Da hat jemand eine schöne Ernte vor sich. Aber ich finde hier keine Lilacs. Hm. Nehme natürlich die ganzen Wildberries mit, weil die kann ich jetzt Elroy geben. Oder ach, ihr wisst schon. Wo lande ich eigentlich hier? Oh, ein Ort, wo ich noch nicht hinkomme. Wir haben Daffodil Seeds bekommen und Chickpea. A wild vegetable grown in spring, commonly used as an ingredient in cooking recipes. Nice. Okay, wir werden auf jeden Fall erstmal die Chickpeas abgeben. Die Daffodil Seeds, die nutzen wir natürlich später. Oh wait, kann ich nicht? Ernsthaft? Ich kann ihn nicht abgeben? Das ist wild. Na gut. Dann eben nicht. Will ich mich aber nicht beklagen. Wir können sie ja verkaufen. Und nach füllt sich auch unsere Kasse ein bisschen. Und wir haben auch das In-Event kurz vor uns. Aber, oh mein Gott, schaut euch das an. Die ganze Gang. Aber das würde ich dann für den nächsten Part aufheben. Wobei ich nochmal kurz in den Good Store, denke ich, gehen möchte. Weil ich ja gerade einmal Daffodil in der Tasche habe. Könnte ich mir ja ein paar kaufen.
weil man die ja dann so gut stacken kann. Und ja, da können wir natürlich dann auch so einen kleinen kurzfristigen Profit machen, denke ich. Good evening, Phantasm. I hope you take your time getting to know Mystria. There's a lot of love about it. Thank you, Phantasm. Mystria has the prettiest flowers, doesn't it? Wo ist da ist er. Hier. Errol, so hieß er, nicht Elrock. Wie komme ich auf Elrock? Ah, my snake. I thank you for consideration. Please accept the small token of gratitude. Okay, lass mir noch kurz mein Inventar leeren. Und dann gönnen wir uns im nächsten Part das ganze Innerlebnis, würde ich sagen. Ich habe richtig Lust darauf. So, hier sind wir wieder. Und da schmeiße ich mal kurz alles hier rein. Zack, zack, zack. Die Seeds, die behalte ich logischerweise, weil ich die dann im kommenden Part pflanzen möchte. Dann speichern wir. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.